Hi, welcome back to the Lam Rim. Hallo und willkommen zurück beim Lam Rim. Die Episode heute heißt Genaue Einzelheiten für mein Paradies. Das bedeutet, wissen, wie du dein zukünftiges Paradies bewusst, achtsam und erfolgreich planst. Wir fangen an. Er spricht immer noch über die Vorteile von Gelübden. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren wollte ich Vegetarier werden, aber ich habe in einem kleinen mongolischen Kloster gelebt mit 10 oder 15 80-jährigen Mönchen. Sie alle haben Fleisch gegessen und ich war der Koch. Also musste ich für sie kochen und Fleisch zubereiten. Ich hatte beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen, aber ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Eines Tages habe ich gesagt, ich hätte starke Bauchschmerzen und müsse zum Arzt gehen. Jeder mochte diesen Arzt, denn er hatte von den Mönchen nur $5 kassiert in Amerika. Er war ein uralter Landarzt. Jedes Mal bin ich mit dem Auto hingefahren, im Auto sitzen geblieben und habe die Praxis gar nicht betreten. Ich habe ungefähr 45 Minuten gewartet und bin dann zum Kloster zurückgefahren. Die Mönche haben gefragt, bist du okay? Ich habe gesagt, ja, aber der Arzt hat gesagt, ich müsse aufhören, Fleisch zu essen. Ich kann kein Fleisch mehr essen. Und sie haben gefragt, aber kochen kannst du es? Und ich habe gesagt, ja, ja, kochen kann ich es. Wenn ihr möchtet, dass ich es koche, dann werde ich es kochen, aber ich kann es nicht mehr essen. Und sie haben gesagt, okay, und dann habe ich angefangen, Tiefkühlmakarone für den Rest meines Lebens zu essen. Aber es gab dort einen mongolischen Gesche, ein sehr, sehr hoher Gesche, und er war blind. Ich habe im Zimmer nebenan gewohnt und er hat mich gerufen. Er war ein alter und blinder, sehr hoher Gesche. Er sagte, weißt du, wenn du aufhören möchtest, Fleisch zu essen, dann ist das eine gute Sache. Aber, sagt er, ein Gelübde dazu ablegen wäre noch besser. Wir haben eine kleine Zeremonie veranstaltet. Ich habe ein kleines Gelübde vor ihm abgelegt, kein Fleisch mehr zu essen, und es war eine wundervolle Sache. Das gibt dir einen kleinen Einblick, worüber wir sprechen werden, über die Kraft eines Gelübdes und über den Unterschied, ob du ein Gelübde ablegst, etwas zu tun oder dich einfach nur so entscheidest, es zu tun. Also hier steht, wir machen weiter im Text. Wenn du die Pratimoksha-Gelübde ablegst, also entweder die lebenslangen Laiengelübde nimmst oder auch einfach nur die 10 guten Taten einhältst, oder wenn du tiefer gehen möchtest, kannst du auch Novize bzw. Novizin werden oder fortgeschrittene Nonnenanwärterin oder vollordinierter Mönch bzw. vollordinierte Nonne. Und hier steht auch, wenn du diese Vinaya-Gelübde ablegst, nimmst du sie von Kenlob Gendun. Ken bedeutet Kenpo, was heutzutage Abt bedeutet, aber in den alten Vinaya-Texten, für diejenigen von euch, die die Mixed-Nuts-Klassen verfolgen, und übrigens, ihr seid immer eingeladen, an den Mixed-Nuts-Klassen teilzunehmen, erkundigt euch über sie, es sind außergewöhnliche Übersetzerklassen. Ich denke, die besten weltweit, all die großen Klassiker, all die verschiedenen Kategorien der großen Klassiker gleichzeitig. Also Kenpo bedeutet hier die Person, die dir die Gelübde gibt, deine Vinaya-Gelübde. Lob bedeutet die verschiedenen Lobhuns oder Acharyas. Das bedeutet der Assistent der Person, die dir die Gelübde gibt. Wenn du ein Mönch oder eine Nonne wirst, gibt es den Gelübdegeber. Und dann sind da mehrere wichtige Leute, die bei der Ordination helfen. Sie werden Lobhun genannt. Und Gendun bedeutet, du musst genügend Mönche haben, um einen neuen Mönch zu machen. Und es gibt gewisse Voraussetzungen bezüglich der Mindestzahl, beziehungsweise wie viele Mönche dabei sein müssen. Wenn du also die Vinaya-Gelübde nimmst, hast du sie von diesen mindestens 5 oder 6 Menschen bekommen, manchmal sogar noch mehr. Und wenn du Verpflichtungen brichst, die du eingegangen bist, und das kann das Brechen von einfachen Versprechen sein, die du dir selbst gegeben hast, zum Beispiel, ich denke, ich werde kein Fleisch mehr essen,
oder Tungwa, das bedeutet die formellen Gelübde, die du abgelegt hast, aber wenn du sie brichst, Shakpetseyang, und dich dann selbst bereinigst, Shakpa bedeutet, wenn du dein Herz öffnest und jemandem von dem Fehler, den du gemacht hast, erzählst, was ein sehr wichtiges Element der Bereinigung karmischer Samen ist, wenn du es brichst, wenn du dein Herz öffnest und gestehst, dass du es getan hast, Shakpetseyang, solltest du versuchen, es in Gegenwart von jemandem zu tun, bei dem du deine Gelübde abgelegt hast. Und deswegen ist es so kraftvoll, im Kloster zu leben. Denn wenn du dort ankommst, nimmst du bestimmte Gelübde von bestimmten Menschen und dann lebst du den Rest deines Lebens in der Gegenwart dieser Menschen. Oftmals bleiben diese Menschen bei dir bis zum Ende deines Lebens. Und es steht dir immer frei, in ihr Zimmer zu gehen und zu sagen, schau, ich habe heute einen Fehler gemacht. Ich habe ein Gelübde gebrochen. Und ich entschuldige mich bei dem Menschen, der mir diese Gelübde gegeben hat. Das ist sehr kraftvoll. Ist es eine Option, einfach nur in deinem Zimmer zu sitzen und eine Art kleine Beichte abzulegen? Ich habe heute mein Gelübde gebrochen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dieses Gelübde gebrochen und es tut mir sehr leid und ich werde versuchen, mich in Zukunft zu beherrschen. Im Text hier fragt Pabongka Rinpoche, ist das genug? Er sagt, nun ja, kommt drauf an, was du gemacht hast. Das bedeutet, wenn du irgendeine allgemeine Ethikregel gebrochen hast, dann ist es wahrscheinlich okay, in deinem Zimmer zu sitzen und eine ehrliche Beichte abzulegen. Laut auszusprechen hilft. Versprich, es nicht wieder zu tun. Mach deine vier Kräfte und du wirst in der Lage sein, diesen negativen Samen zu bereinigen. Aber, er sagt, Kyang, Tuandak Mitupa, wenn du ein spezifisches Gelübde vor einer Person abgelegt hast und ich denke, du setzt voraus, dass diese Person noch zur Verfügung steht, dann solltest du zu ihr gehen und ihr sagen, ich habe mein Gelübde gebrochen. Andernfalls wirst du nicht in der Lage sein, es vollständig zu bereinigen. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Wenn du ein bestimmtes Gelübde von jemandem genommen hast und es dann gebrochen hast, dann solltest du wirklich zu dieser Person gehen und erklären, was du gebrochen hast, oder einer ähnlichen Person. Eine Person mit ähnlich hohem Rang oder ähnlich hoher Integrität. Du kannst zu ihr gehen und es ihr beichten. Und er sagt, dass das der einzige Weg ist, diesen Samen vollständig zu bereinigen. Jetzt gibt es eine Tradition, wie zum Beispiel bei deinem Bodhisattva-Gelübden, vor einer Buddha-Statue auf deinem Altar oder etwas Ähnlichem zu beichten. Und das ist okay. Wenn du keine andere Wahl hast, zum Beispiel wenn du in einem 3-Jahres-Retreat bist und niemanden triffst, dann ist das offensichtlich angebracht. Und wenn du niemand anderen hast, um zu beichten, dann ist das angebracht. Aber wir haben diesen sehr starken Wunsch in uns. Ich denke, bei mir ist das besonders stark. Ich möchte, dass andere mich mögen. Ich möchte, dass andere mich für einen guten Menschen halten. Es schmerzt mich, wenn jemand sieht, dass ich etwas falsch mache. Und daher versuche ich denke, wie viele von uns, es zu verbergen. Das nennt man Chupa. Ich versuche, meine Fehler zu verbergen. Und da gibt es diesen Witz, einen Witz darüber, dass wir oft mehr Aufwand betreiben, Dinge zu verbergen, die wir falsch gemacht haben, anstatt sie einfach in Ordnung zu bringen oder nicht zu tun oder einfach damit aufzuhören. Wir betreiben viel mehr Aufwand, Dinge zu verbergen, die wir tun. Daher möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, wenn du kannst, erzähle jemandem davon. Irgendjemanden. Sag es jemand anderem. Ihr kennt ja die Voraussetzungen. Es muss ein Mensch sein, muss Ohren haben, deine Sprache verstehen, klar. Erzähle es jemandem und der schlechte Samen wird viel, viel kleiner. Wir haben hier ein Bild. Ich habe dieses Bild von einer Frau beim Einkaufen gefunden. Sie kauft etwas Spezielles im Geschäft.
Das ist eine seltsame Kiste. Ich weiß nicht, wieso sie sie kauft, aber ihr gefällt sie. Wenn du einen bestimmten Gegenstand in einem amerikanischen Geschäft kaufst, sagen wir in einer Ladenkette mit vielleicht 30 Geschäften, dann musst du, wenn es ein seltsamer Gegenstand ist, wie diese Kiste, ihn zum selben Geschäft zurückbringen, wo du ihn auch gekauft hast. Wenn du ihn nicht mehr magst, kannst du ihn nicht in eine andere Filiale zurückbringen. Du musst ihn in dasselbe Geschäft zurückbringen, wo du ihn gekauft hast. Und das erinnert mich an dieses Konzept. Wenn es möglich ist, dann geh zu der Person, von der du deine Gelübde genommen hast, wenn du sie brichst, geh zu ihr und sag ihr, dass du sie gebrochen hast. Und das sagt etwas darüber, wie man Gelübde ablegt. Du kannst Gelübde, Bodhisattva-Gelübde oder tantrische Gelübde bei einem berühmten Lama nehmen oder bei einem berühmten Lehrer, der kommt und 100 Menschen unterrichtet oder 1000 oder 10.000. Er bietet Gelübde an, du kannst Gelübde von ihm nehmen. Und es fühlt sich wie eine Ehre an, aber es gibt eine Tradition, dass es gut ist, deine Gelübde von jemandem zu nehmen, der in deiner Nähe wohnt, wenn du kannst, von jemandem aus deiner Gemeinschaft. Wenn du sie dann brichst, kannst du zu dem Geschäft zurückgehen, in dem du die Gelübde gekauft hast, und sie wirkungsvoller bereinigen, denn der Gelübdegeber wird dich in Zukunft beobachten. Ich habe fast 30 Jahre mit meinem Lama zusammengelebt und ich habe wirklich versucht, zu ihm zu gehen und zu beichten. Ich habe an seiner Tür geklopft, die ersten Male hat er mir sehr sorgfältig zugehört und dann hat er gesagt, okay, mach das nicht wieder. Später passierte das so oft, dass er jedes Mal, wenn ich die Tür aufgemacht und gesagt habe, ich muss mit dir reden, nur geantwortet hat, ich weiß Bescheid, ich weiß sogar, welches du gebrochen hast, das sehe ich. Und ich habe gesagt, es tut mir leid und mich immer viel besser gefühlt. Ich denke, letztendlich hat das für mich funktioniert. Ich bin meine schlechten Gewohnheiten losgeworden durch meine Offenheit gegenüber ihm. Also ermutige ich dich wirklich sehr dazu. Jetzt beginnt Pabongka Rinpoche, über die kleinen Dinge zu reden. Es gibt diesen Ausspruch, es steckt alles im Detail, es steckt alles in den kleinen Dingen. Hier steht, wenn du all die verschiedenen Vinaya-Gelübde und Verpflichtungen bedenkst, die du nehmen kannst, gibt es ein paar klitzekleine darunter, und sie zählen fast nicht als Gelübde, sie sind einfach eine Art starke Ratschlag am Ende der kleinsten Gelübde. Chaplain bedeutet, spül am Ende einer Mahlzeit deinen Mund aus, damit du andere nicht mit einem schlechten Atem belästigst. Und Klampü, Klam bedeutet Schuhe. Also zieh deine Schuhe aus, wenn es angebracht ist, wenn du zum Beispiel einen Tempel betrittst oder wenn du dich auf eine Meditationsmatte setzt, besonders wenn es die Meditationsmatte von jemand anderem ist. Angenommen, du hast das nicht gemacht, du hast diese kleinen Ratschläge gebrochen oder eine kleine Sache, wo du bei deinen Vinaya-Gelübden ein wenig schummeln musstest. Ein Mönch sollte vermeiden, Kleidung mit Ärmeln zu tragen. Wir sollen immer ärmellose Oberteile tragen. Tungak genannt. Wir sollten so etwas immer tragen. Aber jeder Mönch, den ich kenne, zieht, wenn es kalt ist, in der Mongolei zum Beispiel, und schneidet eine Jacke an. Rein technisch gesehen ist im Vinaya eine Jacke nicht erlaubt, aber die Vinaya wurde für Zentralindien geschrieben, wo es niemals schneit. Also diese kleinen Dinge, diese kleinen Ratschläge, die wir einhalten sollen, wenn wir wirklich sehr achtsam sein wollen, über die spricht Rinpoche hier und er sagt, oder es könnte etwas Ähnliches sein.
Aber wenn du denkst, dass du diese Dinge nicht einhalten kannst, dann tu es nicht leichtfertig ab. Schlag sie nicht in den Wind. Okay, vielleicht musst du eine Jacke tragen, wenn du ein Mönch in der Mongolei bist. Vielleicht musst du das, aber schlag sie nicht in den Wind. Denk nicht, sie sind nicht wichtig. Denk nicht, du müsstest die Regeln nicht befolgen, wenn du es doch möglich machen kannst und dabei gesund bleibst. Also tu nicht einmal diese kleinen Ratschläge leichtfertig ab. Du kannst Pambashi nehmen. Das sind verschiedene Schweregrade der Gelübde. Pampa ist die erste Stufe, Lagma ist die zweite Stufe. Pampa bedeutet buchstäblich zerstört. Dein Gelübde ist zerstört, wenn du es brichst, wenn du zum Beispiel einen Mensch tötest. Und Lagma bedeutet, du verlierst zwar nicht alle deine Gelübde, aber du verlierst eine Menge. Dir bleiben immer noch ein paar übrig. Le, das sind sehr schwerwiegende Mönchsgelübde. Das ist ein interessantes Konzept. Ein Blickwinkel, ein Geisteszustand, den wir bei einem Mönch oder speziell einer Nonne oder bei jemandem, der Bodhisattva-Gelübde genommen hat, immer bewahren müssen, ist, wie wirke ich auf andere Menschen. Nicht auf eine geltungsbedürftige Weise, aber wir müssen denken, wenn du ein spiritueller Mensch bist, dann ist es wichtig und hilfreich, darüber nachzudenken, wie du auf andere Menschen wirkst. Ich lebe in Amerika. Buddhisten sind hier sehr selten. Es gibt nicht viele von uns. Einige meiner Nachbarn haben herausgefunden, dass ich Buddhist bin. Also beobachten sie mich jetzt. Sie sind sehr traditionelle Christen. Und jetzt beobachten sie mich, weil ich für sie den Buddhismus repräsentiere. Seht ihr, was ich meine? Für meine Nachbarn bin ich der Buddhismus. Wenn ich mich also freundlich verhalte, werden sie auch den Buddha respektieren. Und das wäre ein guter Same für sie. Und wenn ich kleine Fehler mache, versteht ihr? Denn kleine Fehler, so sagt Pabongka Rinpoche hier, kleine Fehler liefern Menschen fast noch schneller einen Eindruck als große. Ich glaube, wenn meine Nachbarn herausfinden würden, dass ich als Kind Sachen aus dem Laden gestohlen hätte und es eine Polizeiakte über mich gäbe, ich denke, das würde sie nicht so sehr stören. Denn viele Menschen in meiner Gegend haben Polizeiakten zu solchen Kleinigkeiten. Aber wenn ich meine Mülltonne einen Tag länger draußen stehen lassen würde, würden sie sagen, Buddhisten sind schlechte Menschen. Buddhisten sind keine guten Menschen. Sie lassen ihre Mülltonne zu lange draußen stehen. Ich denke, was Pabongka Rinpoche hier sagt, ist sehr interessant. Es sind die kleinen Dinge, die anderen Menschen einen Eindruck liefern von dir und dem Pfad, den du praktizierst. Wenn du sagst, ich bin ein Lamrim-Praktizierender, ich folge dem Lamrim, ich mache bei allen Online-Lamrim-Veranstaltungen mit, ich werde ein Lamrim-Meister, was du durchaus auch online werden kannst, umso cooler, denn du kannst es dir immer wieder anschauen. Dann musst du unbedingt genau darauf achten, wie du dich bei den kleinen Dingen verhältst. Bei den kleinen Dingen. Und dann lenkt Pabongka Rinpoche seine Diskussion in eine sehr interessante Richtung. Es ist irgendwie wie bei DCI, wie ein guter DCI-Vortrag. Er lenkt die Diskussion in eine interessante Richtung. Er sagt, nehmen wir an, du bist ein Mönch und du spülst dir nicht den Mund nach dem Essen aus. Du siehst hier das Bild eines Geschäftsmannes, der seine Zähne nicht geputzt hat und dann ins Büro gekommen ist. Hier liest er seiner Assistentin etwas laut vor und er riecht richtig übel. Seine Assistentin findet seinen Geruch richtig übel. Er ist sich dessen nicht einmal bewusst. Er denkt darüber nicht nach. Es ist eine kleine Sache, es ist keine große Sache. Aber Pabongka Rinpoche sagt, du solltest Folgendes tun. Es gibt Schritte
wie ein Mönch sogar kleine schlechte Samen bereinigen kann. Bangtun bedeutet, dies sind nicht ganz so ernste Gelübde, sie sind nicht so schwerwiegend. Sie sind ernst, aber nicht ganz so schwerwiegend. Es gibt Möglichkeiten, die schlechten Samen zu entfernen. Was ein Chimlab, ein Segen ist, es gibt Möglichkeiten, wie man durch den Bruch kleiner Gelübde verursachte schlechte Samen reduzieren kann. Du solltest ernsthaft versuchen, selbst solche kleine Samen zu bereinigen. Wenn du einen Fehler machst, wenn du zur Arbeit gehst, ohne die Zähne geputzt zu haben und deine Assistentin mit deinem schlechten Atem erschlägst und es merkst, dann solltest du etwas tun, um diese kleinen schlechten Samen loszuwerden. Wieso? Sogar in der normalen Welt, das ist in den Schriften ein gängiger Satzanfang. Sogar in der normalen Welt, vergiss buddhistische Kloster, vergiss das Lamrim Retreat, sogar in der normalen Welt, in dieser Welt. Kunsig bedeutet, etwas fürs Mittagessen herrichten, etwas zu Mittag kochen. Und Cha bedeutet, sich einen Kaffee machen, aber in Wahrheit ist es Tee, was in Tibet der Kaffee ist, was mich durstig macht. Du willst einen guten Tee machen und übrigens, der Tee ist, genau wie in Amerika der Kaffee die Grundlage unserer Kultur ist, so ist der Salztee die Grundlage der tibetischen Kultur. Und das Erste, was mir passiert ist, als ich ins Kloster kam, also zunächst einmal, jeder Neue wird immer erstmal Koch. Also wurde ich am ersten Tag zum neuen Koch. Ich war 8 Jahre lang der Koch. Es war gut für mich, gut für meinen Stolz. Und da bringen sie dir bei, wie man einen guten tibetischen Tee zubereitet. Einen tibetischen Tee zuzubereiten ist eine schwierige Sache. Es ist nicht einfach. Man braucht Salz, Butter, Soda, Muskatnuss, Milch, Sahne, chinesischen schwarzen Tee und dann musst du ein Jadong benutzen. Du musst ein, wie nennt man diese Dinger? Butterfass. Du musst ein Butterfass benutzen. Es dauert lang und es ist schwierig. Es ist richtig schwierig, einen guten tibetischen Tee zu machen. Und mein Lama hat ungefähr 25 Tassen täglich getrunken. Also war ich viel in der Küche. Aber wenn du diesen Tee machst, musst du alle Zutaten haben. Und nochmal, der Geschmack eines guten tibetischen Tees steckt im Detail. Der Geschmack eines guten Tees steckt im Detail. Hast du das Salz gut genug gemahlen? Himalaya, Bergsalz. Hast du es gut genug zerkleinert? Hast du die beste Sorte von Gewürzen genommen? Hast du einen sehr guten Block Schwarztee benutzt? Hast du ihn nicht zu lange gekocht, aber hat er auch lange genug gezogen? Sogar wenn du ein Mittagessen kochst oder einen Tee für deinen Lama machst, zum Beispiel, dann steckt der Unterschied zwischen einer normalen Tasse Tee und einer außergewöhnlichen Tasse Tee im Detail. Es sind nicht die großen, riesigen Dinge. Wieso spricht Pabongka Rinpoche darüber? Er sagt, was den Unterschied ausmacht zwischen einer normalen spirituellen Person und einer ganz besonderen spirituellen Person, sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen Details. Er sagt, schlag also diese kleinen Gelübde nicht in den Wind. Wenn du dich dazu verpflichtet hast, anderen Menschen die Türe aufzuhalten, dann halte für den Rest deines Lebens anderen die Türe auf. Wenn du dich dazu verpflichtet hast, immer zuerst einem anderen im Raum ein Getränk zu servieren, dann wirst du das für den Rest deines Lebens tun und schlag diese kleinen Versprechen nicht in den Wind. Hier sehen wir, wie ein Weihnachtsbaum geschmückt wird. Ich nenne das die letzten Pinselstriche einer perfekten Welt. Vergiss nicht, was wir hier wirklich tun, insbesondere wenn du den Stift und die 4 Schritte gelernt hast.
was eine Lamrim-Person wirklich erreichen will, ist, wir wollen unser zukünftiges Buddha-Paradies erschaffen. Es ist nicht wie ein teures Penthouse in Manhattan oder Paris. So ist es nicht. Denk nicht auf diese Weise darüber. Es ist eine perfekte Welt. Es ist das Mandala, das du vor jeder Klasse darbringst. Du willst Stück für Stück eine perfekte Welt aufbauen. Nur darum geht es in den Stufen auf dem Pfad. Jeder Schritt ist ein weiterer Samen, um eine perfekte Welt zu pflanzen. Eine perfekte Galaxie, ein perfektes Universum. Das ist es, was wir tun. Und es kommt von den kleinen Dingen. Es kommt von der Achtsamkeit, welche Art von Salz du kaufst. Der Achtsamkeit, dass die Butter für deinen Buttertee auch wirklich frisch ist. Der Achtsamkeit, die beste Wasserqualität für den Tee zu wählen, das wirklich entscheidend ist. Die Achtsamkeit, den Tee elegant darzureichen. Es sind die kleinen Dinge, mit denen du ein Buddha-Paradies baust. Deswegen habe ich dir einen Weihnachtsbaum gezeigt. Als ich klein war, war das in meiner Familie eine große Sache. Wir haben uns eine Erlaubnis vom Forstamt geholt und im Wald einen Weihnachtsbaum gefällt. Dann haben wir ihn nach Hause getragen. Es war eine Menge Arbeit und dann haben wir ihn aufgestellt. Alle Kinder haben den Schmuck an den Baum gehängt. Ich mache das immer noch. Veronika liebt diese Weihnachtsbäume. Und dann kommt die letzte Weihnachtskugel. Du schaust den Baum an, du hast 2-3 Stunden daran gearbeitet und dann sagst du, er braucht noch eine weitere Kugel und du hängst die letzte Kugel an den Baum. Und dann ist es, wow, jetzt ist er perfekt. Also vergiss nicht, Zähne putzen könnte die letzte Kugel am Weihnachtsbaum für dein Buddha-Paradies sein. Schlag nicht einmal die kleinsten Dinge in den Wind. Wenn etwas einem anderen Lebewesen Trost oder Freude bringt, dann tue es. Denn dein Buddha-Paradies entsteht aus den kleinen Pinselstrichen. Pabongka Rinpoche sagt, schlag diese kleinen Gelübde, diese kleinen Verpflichtungen nicht in den Wind. Schlage nicht einmal die kleinsten Verpflichtungen in den Wind, die du mit deinen Bodhisattva- oder tantrischen Gelübden übernommen hast. Schlag sie niemals in den Wind, denn sie sind die vollendenden Pinselstriche an deinem Buddha-Paradies. Du wirst kein vollkommenes Buddha-Paradies haben, wenn du nicht wirklich auf die kleinen Dinge achtest. Und es sind die kleinen Dinge, an die sich Menschen erinnern, nicht die großen Dinge. Also wenn dein Ziel ist, andere Menschen glücklich zu machen, dann sind es wirklich meistens die kleinen Dinge, die Menschen glücklich machen, nicht die großen Gesten. Es sind die kleinen Dinge, die Menschen glücklich machen. Er geht nicht weiter auf das Buddha-Paradies ein. Er sagt, du brauchst diese kleinen Pinselstriche auch, um beim nächsten Mal einen menschlichen Körper zu erlangen. Ich habe dieses Bild von Pabongka Rinpoche, der sagt, schau, achte auf die kleinen Dinge. An einem Tag putzt du dir nicht die Zähne, im nächsten Leben hast du vielleicht kein Ohr. Vielleicht bekommst du einen Körper ohne Ohr. Oder deine Nase ist verkehrt herum. Wie ein U oder so. Du musst vorsichtig sein, denn es sind die kleinen Dinge, die du jetzt tust, die jedes Detail deines zukünftigen Körpers erschaffen. Ich denke, der menschliche Körper hat ca. 30.000 aktive Teile. Ich glaube, es sind ca. 30.000 aktive Teile. Und es ist ein Wunder, dass all diese Teile zusammenarbeiten, wie eine Schweizer Uhr, wie mein Freund sie herstellt. Er ist Herr Hess, Walter. Es sind die kleinen Dinge, die ihn funktionieren lassen. Und jeder dieser 30.000 Teile im menschlichen Körper, den du hast, wurde von vielen kleinen Karmas erschaffen. Also, wenn du diese spirituelle Reise fortsetzen willst, was immer eine Aufgabe über mehrere Leben ist, wenn du jetzt im Lamrim-Kurs bist und denkst, in 10 Jahren
die wir bereits das Lamrim studieren, sein viel, dann reden wir hier von einem Projekt über mindestens 500 Jahre. Ich bin von der chinesischen Regierung beeindruckt. Sie haben immer 5-Jahrespläne oder 10-Jahrespläne. Meine Regierung hat, ehrlich gesagt, nicht mal einen Plan für 5 oder 10 Tage. Aber wenn du ein Staatsbürger des Lamrim bist, hast du einen Plan für mindestens 500 Jahre, vielleicht sogar 1000 Jahre. Was bedeutet, dass du mindestens 7 bis 10 Körper brauchen wirst. Also müssen wir vorsichtig sein beim Entwerfen unseres Körpers. Daher spricht er gerade nicht über das Buddha-Paradies. Er sagt, du musst auf die kleinen Dinge achten, weil sie dir helfen werden, zurückzukommen in einen Körper, der Ohren und eine Nase hat, wo es Dharma gibt und so weiter. Um diesen perfekten Körper zu bekommen, musst du Ethik besitzen, aber du brauchst auch die Bodhisattva-Vollkommenheiten. Welche sind das? Geben. Ethik. Ein guter Mensch sein, freundlich zu anderen sein, nicht wütend werden, Spaß haben beim Lamrim-Filmen, Meditation und Weisheit. Er sagt, schaut, ihr richtet euren Blick immer auf die hohen Bodhisattva-Dinge. Aber die Grundlage ist immer, freundlich zu anderen zu sein. Du kannst sehr großzügig sein, du kannst die 6 Vollkommenheiten praktizieren, du kannst diese Bodhisattva-Intention haben, du kannst mit einem Verständnis von Leerheit praktizieren, aber wenn du keine Ethik besitzt, ist all das nichtig. Dann ist alles nur Schall und Rauch. Es hat keine stabile Grundlage. Wenn du nicht freundlich zu anderen bist, kommt es nicht darauf an, was für ein großer Gelehrter oder Meditierer du bist. Es ist egal. Es ist hohl. Also mach deine hohe Bodhisattva-Arbeit, mach deine hohe tantrische Arbeit, aber stell sicher, dass deine Grundlage Freundlichkeit ist gegenüber anderen im Supermarkt. Jetzt spricht er eine häufige Fehlwahrnehmung an. Er sagt, schau, du erlebst diese Menschen in deiner Umgebung, die sagen, all diese Vinaya-Gelübde, es sind zu viele. Mönchsgelübde, Nonnengelübde, alle zusammen sind über 500, 600 Gelübde. Das ist zu viel. Diese Art von praktischer Anleitung, was man essen, was man anziehen, wie man sein Zimmer aufräumen soll, die ist für die niederen Lamrim-Praktizierenden. Die ist eigentlich für niedere Menschen, für Menschen, die keine Ahnung haben. Diese schweren Vinaya-Sachen sind eigentlich für Menschen bestimmt, die nicht sehr gebildet sind. Es ist wahrscheinlich für Yak-Hirten oder Kuhhirten in Indien gemacht. Räum dein Zimmer auf, stell deine Wasserschalen auf, all dieses Zeug. Er sagt, wir höhere Praktizierende, wir gebildete Praktizierende mit höherem normalen IQ und höherem spirituellen IQ, für uns ist das nur lästig, unnötig und lästig. Die Vinaya wurde für schlichte Menschen gemacht und ich bin kein schlichter Mensch. Ich bin ein gebildeter, moderner Mensch. Ich verstehe, dass die Vinaya hilfreich für Dorfleute in Indien war. Aber schau, ich lebe in Manhattan und wir sind gebildet, Paris, Beijing, Shenzhen, wir sind gebildet, Guadalajara, wir brauchen das nicht. Wir brauchen höhere Dinge. Wir brauchen die höheren Dinge. Dieses Zeug nervt bloß.
Ah, Tantra. The way of the secret word. This is, der Weg des geheimen Wortes. Das ist der wirklich schnelle Weg. Ich bin eine Person des schnellen Weges. In fact, as I understand it, okay, so wie ich das verstehe, nicht vergessen, wir reden hier die ganze Zeit von einer falschen Weltsicht. Ich wiederhole nur eine falsche Weltsicht. So wie ich das verstehe, kannst du die drei Geistesgifte im Tantra als Rakete für höhere Ziele nutzen. Du kannst Wut nutzen. Du kannst Sex nutzen. Du kannst sogar dein Missverstehen als Rakete benutzen. Das ist die besondere Eigenschaft von Tantra. Nimm diese Äußerungen bitte niemals aus dem Kontext dieses Videos. Ich übersetze hier nur. Er sagt, du begegnest diesem Chebechok, du erlebst Menschen, die sagen, das reicht mir, ich bin dieser elegante, gebildete, praktizierende Diamantwegs. Ich bin nicht wie diese Dorfbewohner, denen man erklären muss, wie sie ihr Zimmer aufräumen und ihre Wasserschalen aufstellen müssen und so weiter. Ich bin auf dem schnellen Weg. Dann erlebst du, wie es immer schlimmer mit ihnen wird. Sie sagen, oh, Alkohol ist ein Pfad des Diamantweges. Ich werde einen Tropfen nehmen. Dann am nächsten Tag, ich werde einen Schluck nehmen und nächste Woche brauchen sie eine ganze Flasche. Ich habe solche Menschen erlebt, ich habe wirklich solche Menschen erlebt und sie haben ihr Leben ruiniert, indem sie die Konzepte des Diamantwegs, die Substanzen des Diamantwegs missbraucht haben. Ich habe das erlebt. Sie haben ihr Leben ruiniert. Wirklich ruiniert. Er sagt, du erlebst Menschen wie sie. Es gibt Menschen wie sie. Aber ich werde dir etwas sagen. Du kannst ein Praktizierender des Diamantweges sein, aber du musst deine Vinaya-Gelübde einhalten. Du musst deine 10 guten Taten einhalten. Denn das ist der Motor, der Tantra antreibt. Gut eingehaltene Vinaya-Gelübde, gut eingehaltene Bodhisattva-Gelübde sind der Motor, der Tantra, der den Diamantweg antreibt. Also schlag sie nicht in den Wind. Sag nicht, ich bin darüber erhaben. Und insbesondere begeh nicht den Fehler, Substanzen wie Alkohol, Fleisch und Sex zu gebrauchen und zu denken, du wärst bereits so weit oben, dass du diese Dinge einfach tun könntest. Du kannst Wut nutzen. Ich habe hier ein Bild von jemandem, der denkt, ich bin Yamantika. Wenn ich auf der Arbeit bin, nutze ich meine tantrische Praxis. Ich schreie Menschen an. Ich visualisiere mich als blaues Wesen mit 12 Armen und schreie jeden an. Aber in Wahrheit ist es nur eine tantrische Praxis. Ich mache diese hohe tantrische Praxis. Und er sagt, vergiss es. Pabongka Rinpoche sagt, vergiss es. Du erlebst Menschen wie ihn, aber sie machen sich etwas vor. Wieso? Dann zitiert er ein berühmtes Tantra namens Es ist ein berühmtes Tantra namens Die Fragen des Subahu. Der Name der Person war Subahu. Und hier kommt das Zitat. Wer spricht hier? Es ist ein Tantra. Wer hat es gelehrt? Lord Buddha in seiner höchsten Form. Lord Buddha in seiner extrem hohen Form. Er sagt, das ist eine sehr kraftvolle Aussage. Er sagt, schau, ich bin der Buddha. So I'm giving you the Buddha's. Hier gebe ich dir jetzt das starke Zeug, das direkte Wort des Buddha, das unmittelbare Wort des Buddha. Ich habe diese Vinaya-Gelübde gelehrt, diese ganz einfachen, grundlegenden Gelübde, ich habe sie gelehrt. Falls du ein Tantriker bist und dem Diamantweg folgst, und falls du kein Mönch, keine Nonne bist, dann sind die einzigen Vinaya-Dinge, die ich dir erlaube, nicht einzuhalten, die zu den Roben und den mönchischen Ritualen. Kapiert?
wenn du ein Laie bist und die tantrischen Gelübde ablegst, dann sind die einzigen Dinge aus den Vinaya, bei denen du meine Erlaubnis hast, sie nicht zu befolgen, die zu den Roben und den speziellen mönchischen Ritualen, zum Beispiel die verschiedenen Arten von Wasserschalen und solche Dinge. Aber alle anderen musst du einhalten. In anderen Worten, bis auf deine Kleidung erwarte ich von dir, dass du wie ein Mönch oder eine Nonne bist. Du möchtest ein Tantriker sein, dann erwarte ich von dir, dass du ein Mönch oder eine Nonne im Inneren bist. Außen kannst du immer noch einen Anzug, eine Krawatte tragen. Aber in deinem Inneren musst du, wenn du Tantra praktizieren möchtest, diese einfachen Gelübde einhalten. Du musst diesen grundlegenden Richtlinien folgen, die ich für dich in der Vinaya ausgelegt habe. In Ordnung. Wir sind ein bisschen über die Zeit. Ich entschuldige mich dafür. Manchmal hat Pabongka Rinpoche einfach ein bisschen mehr zu sagen. Und ich denke, dieses Konzept ist wirklich schön, wenn wir auf die kleinen Dinge achten, die anderen Menschen glücklich machen, dann machen wir die letzten Pinselstriche an unserem Buddha-Paradies. Okay, cool. Bis zum nächsten Mal. Danke.